Heute verrate ich Ihnen einen ganz besonderen Trick, den viele Menschen nicht kennen. Denn es ist möglich, mit nur drei Wörtern, mit nur einer einzigen Frage dafür zu sorgen, dass Sie schon in dem Vorstellungsgespräch eine Zusage bekommen. Das funktioniert wirklich. Sie müssen nur wissen, wie der Trick funktioniert. Ich werde Ihnen das in diesem Video sagen. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und ich habe schon Tausende von Bewerbern in neue Jobs gebracht, unter anderem durch mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Eigentlich läuft das ja so ab: Sie gehen in ein Vorstellungsgespräch, Sie verkaufen sich so gut wie es möglich ist, Sie bauen einen Kontakt zu den Leuten auf, Sie zeigen Ihr Wissen, Sie zeigen sich von Ihrer allerbesten Seite und dann verabschieden Sie sich freundlich. Dann gehen Sie nach Hause und dann sitzen Sie dort und dann warten Sie und dann warten Sie und dann warten Sie. Und oftmals kommt lange Zeit nichts und dann kommt eine Absage. Und die Absage kommt manchmal sogar dann, wenn Sie eine Zusage hätten bekommen können, wenn Sie nur schneller zugefasst hätten. Ich will das mal in einen Vergleich packen. Das ist so, als wenn Sie einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau irgendwo kennenlernen in einer Bar. Und Sie denken, Mensch, aus uns könnte was werden. Aber an diesem Abend denken Sie, oh, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich einen Korb, ich werde mich mal ein bisschen zurückhalten. Wissen Sie denn, was bis zum nächsten Treffen passiert? Ob der andere oder die andere sich nicht in jemand anderen verliebt? Also manchmal ist es gut, dass man das Eisen schmiedet, solange es heiß ist. Und das ist auch im Vorstellungsgespräch möglich. Nur wissen viele Menschen nicht, wie man diese drei Wörter anwendet, die dafür sorgen können, dass sie schon im Vorstellungsgespräch eine Zusage bekommen. Das funktioniert in bestimmten Betrieben besonders gut. Ich werde Ihnen dazu gleich noch ein Wort sagen. Jetzt könnten Sie mir natürlich die Frage entgegenrufen, aber Herr Wehle, wenn ich in diesem Vorstellungsgespräch einen schlechten Eindruck gemacht habe, dann kann es doch nicht sein, dass ich mit drei Wörtern doch noch den Job kriege. Ja, da muss ich Ihnen natürlich leider zustimmen. Die Voraussetzung, dass dieser Trick funktioniert, ist natürlich, dass Sie im Vorstellungsgespräch einen richtig guten Eindruck hinterlassen haben. Aber ich darf Ihnen sagen, da ich oft als Supervisor bei Vorstellungsgesprächen dabei bin, wenn da zum Beispiel 5 Bewerber sich vorstellen, dann sind 2 bis 3 so in etwa gleich gut. Und auf wen dann die Wahl fällt, das können Sie eben beeinflussen, indem Sie diesen Trick mit diesen 3 Wörtern anwenden. Worauf kommt es an, damit Sie einen guten Eindruck hinterlassen und damit diese 3 Wörter am Ende des Gespräches wirklich ihre Wirkung erzielen? Ich fasse es Ihnen kurz zusammen, dann wissen Sie genau, wie Sie auf das Ziel zulaufen können. Das erste ist die Vorbereitung. Sie sollten sehr genau wissen, mit wem führen Sie dieses Gespräch. Sie sollten sich die Namen einprägen. Sie sollten die Stellenausschreibung exakt kennen und herausarbeiten, was ist dieser Firma am wichtigsten, und Ihr Profil darauf abstimmen und dann aufzeigen, wie Sie die Firma bei diesen Zielen voranbringen können. Und je individueller Sie auf die Firma eingehen, je besser Sie sich vorbereitet haben, je mehr Sie über diese Firma wissen, desto größer die Chance, dass Sie mit Ihren 3 Wörtern, mit dieser einen Frage am Ende des Vorstellungsgespräches einen richtig guten Erfolg erzielen. Der zweite Punkt ist natürlich, es reicht nicht aus, dass Sie sich gut vorbereiten. Es reicht nicht aus, dass Sie sich als Fachmann oder Fachfrau präsentieren, sondern es muss Ihnen gelingen, in diesem Gespräch eine Brücke der Empathie zu den Gesprächsführern zu spannen. Aber wie sollen Sie das hinkriegen? Wahrscheinlich sind Sie aufgeregt, wahrscheinlich sind Sie nervös, wahrscheinlich sind Sie mit sich selber beschäftigt, jetzt bloß das Richtige oder eher noch nichts Falsches zu sagen. Da gibt es einen einfachen Trick, wie das gelingen kann. Machen Sie sich im Vorstellungsgespräch immer wieder bewusst, die Leute, die mir da gegenüber sitzen als Personalentscheider, das sind Menschen, wie ich auch ein Mensch bin. Und diese Menschen, die sind ähnlich, wie ich es bin. Diese Menschen, die reagieren auf ähnliche Signale. Wenn Sie zum Beispiel es schaffen, in diesem Gespräch einigermaßen locker zu sein, mal ein bisschen Humor aufblitzen zu lassen, mit diesen Menschen zu lachen, das ist eine unglaublich starke Sache. Dann haben Sie einen unglaublichen Vorteil gegenüber diesen Leuten, die fachlich zwar gut aufgestellt sind, aber diesen Bogen der Sympathie zu den Personalentscheidern nicht schlagen können. Also haben Sie im Hinterkopf,
damit es am Ende auch mit der Frage klappt, dass sie ein menschliches Verhältnis zu den Entscheidern aufbauen, dass sie mit Humor arbeiten, dass sie auf diese Menschen eingehen und dass sie ein angenehmer Gesprächspartner sind. Wenn Sie das schaffen, dann sind Ihre Aussichten, am Ende mit einer einzigen Frage das Blatt für sich zu wenden, dann sind Ihre Aussichten richtig gut, dass das klappen wird. Und jetzt gehen wir mal in die Endphase des Vorstellungsgespräches. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben Ihr Gespräch richtig gut bewältigt, Sie haben fachlich überzeugt, Sie sind auf die Position eingegangen und Sie haben auch noch die Sympathie der Entscheider gewonnen. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Jetzt neigt sich das Vorstellungsgespräch also dem Ende. Was passiert jetzt? Bevor Sie die Frage anbringen können, diese drei Wörter, die Ihnen den Job auf der Stelle sichern können, bevor Sie mit dieser einen Sache kommen, wird Ihnen wahrscheinlich der Personalentscheider die Frage stellen: Haben Sie noch Fragen an uns? Und das ist noch nicht, ich betone noch nicht das Signal für die Frage, die ich Ihnen gleich empfehle. Jetzt sollten Sie andere Fragen stellen, und zwar Fragen, die es nochmal schaffen, ein Scheinwerferlicht auf Sie und auf Ihre Qualitäten zu leiten. Ich gebe Ihnen nochmal drei richtig tolle Fragen an die Hand. Sie finden solche Fragen auch in einem Video, das ich eigens über dieses Thema gemacht habe und das ich Ihnen am Ende dieses Videos verlinke. Also Sie könnten fragen: Was müsste ich am Ende meiner ersten Arbeitswoche erreicht haben, damit Sie sagen, es war eine richtig gute Entscheidung, dass wir ihn oder sie eingestellt haben? Was ist gut an dieser Frage? Diese Frage zaubert eine positive Vorstellung über Sie in die Köpfe, und da Sie sagen, am Ende der ersten Woche, wird sofort deutlich, Sie wollen nicht kommen und erstmal die Füße hochlegen und sich einen Monat lang einarbeiten lassen, sondern Sie wollen die Ärmel hochkrempeln und Sie wollen gleich loslegen. Und genau das schätzen Firmen. Oder eine weitere Frage, die sehr gut ist: Wie kann ich mich auf die Tätigkeit vorbereiten, damit ich Ihnen schon am ersten Arbeitstag einen möglichst großen Nutzen bringe? Das ist wieder stark, weil Sie sagen, ich bin bereit, in Vorleistung zu gehen, etwas schon zu unternehmen, bevor ich bei Ihnen bezahlt werde, bevor ich bei Ihnen anfange. Das ist wieder ein Zeugnis von großem Engagement. Oder noch ein dritter Vorschlag: Woran würden Sie zuerst merken, dass meine Arbeit die Abteilung und die Firma voranbringt? Was ist stark an dieser Frage? Erstens werden Sie eine wichtige Information bekommen, woran Sie gemessen werden. Und zweitens geht es Ihnen um das Voranbringen der Abteilung, der Firma. Sie denken also empfängerorientiert. Das wird Sie von vielen anderen Bewerbern unterscheiden. Und jetzt, wenn es zur Phase der Verabschiedung kommt, wenn man sich bei Ihnen für das Gespräch bedankt, wenn man sagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass Sie noch einmal das Wort ergreifen, und nun können Sie diese drei Wörter, auf die ich schwöre, nun können Sie diese drei Wörter einbringen. Es ist eine Phase, die dritte Phase von dreien, in der Sie das tun. Also beginnen wir mit der ersten Phase, und zwar bedanken Sie sich und geben Sie eine positive Rückmeldung. Zum Beispiel könnten Sie sagen: Ich habe es als Zeichen großer Wertschätzung empfunden, dass Sie meinen Lebenslauf so gut im Kopf hatten. Sogar auf mein kurzes Praktikum nach dem Abitur haben Sie mich in diesem Gespräch angesprochen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre gute Vorbereitung. So macht ein Gespräch richtig Freude. Alles, was Sie da sagen, diese positive Rückmeldung, muss natürlich ehrlich sein, muss individuell sein. Denn wenn Sie sich unwohl gefühlt haben, dann sollten Sie in dieser Firma gar nicht anfangen wollen, und dann ist dieser Trick nicht angemessen. Also positive Rückmeldung geben. Der zweite Schritt besteht darin: Bekennen Sie sich dazu, dass Sie diese Position, die ausgeschriebene, gerne hätten. Sie könnten zum Beispiel sagen: Ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen einen großen Nutzen bringen und gleichzeitig in Ihrer Firma wachsen kann. Deshalb sage ich Ihnen jetzt ganz direkt, ich möchte die Position sehr gerne haben. Das ist ganz toll, und das machen nur wenige Bewerber. Viele Bewerber, die halten ihre Karten bedeckt, die gehen raus, bedanken sich freundlich, aber sie bekennen sich nicht zu der Firma. Sie sagen nicht, ich will den Job haben. Und manchmal taucht die Frage auf hinter den Kulissen: Ja, wenn wir ihm oder ihr ein Angebot machen, kommt überhaupt eine Zusage? Und das haben Sie jetzt vermieden. Sie haben gesagt, ich würde den Job gerne haben. Und jetzt können Sie eine Joker-Frage anfügen, die aus drei Wörtern besteht. Also ich sage nochmal das, was Sie vorher gesagt haben: Ich möchte die Position sehr gerne haben. Meine Frage ist nun, und jetzt kommen meine drei Wörter, meine Frage ist nun: Wollen Sie mich? Wollen Sie mich?
Was ist gut daran, wenn Sie diese Frage im Vorstellungsgespräch stellen, ganz am Ende? Sie könnten mir ja entgegenhalten, ist es nicht unprofessionell, dass ich da schon im Gespräch eine Entscheidung heraufbeschwören möchte? Ich müsste doch wissen, dass die Entscheidung erst im Nachhinein fällt, dass es Zeit braucht. Das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr, denn Sie haben ein Bekenntnis zur Position abgegeben und jetzt fordern Sie die Firma auf, auch ein Bekenntnis zu Ihnen abzugeben. Ich sage Ihnen, was passieren wird, weil ich es schon öfter beobachtet habe. In kleineren, in mittleren, in etwas unkonventionelleren Betrieben, da passiert immer dasselbe. Wenn Sie wirklich gut waren im Vorstellungsgespräch, wenn wirklich eine hohe Sympathie entstanden ist und wenn man an Ihre Leistungsfähigkeit glaubt, dann passiert entweder, dass die Entscheider sagen, Sie haben einen richtig guten Eindruck gemacht und die Chancen sind gut, dass wir Sie nehmen. Das ist noch keine Zusage, aber es ist fast schon die Ankündigung einer Zusage. Oder man sagt zu Ihnen, naja, wenn Sie so deutlich sagen, dass Sie bei uns anfangen wollen, ich schaue mal die Kollegen an, die nicken auch mit den Köpfen, wissen Sie was, dann machen wir jetzt schon Nägel mit Köpfen. Das passiert in kleineren Betrieben ganz erstaunlich oft. Und das Tolle ist natürlich, dass Sie dann einen Vorteil haben gegenüber all den anderen Bewerbern, die nicht auf diese Idee gekommen sind, die zu Hause sitzen und die warten. Und wenn Sie nicht die Zusage auf der Stelle kriegen, und das ist in größeren Betrieben öfter der Fall, da ist ja so eine formale Maschine am Mahlen, da muss man also vielleicht noch weitere Bewerber abwarten und so weiter. Wenn Sie nicht gleich die Zusage kriegen, dann wird aber hängen bleiben bei den Köpfen der Entscheider, dass Sie besonders engagiert sind, dass Sie den Job besonders gerne haben wollen und dass Sie ein besonderer Kandidat sind, und das erhöht in jedem Fall die Chance auf eine Zusage. Ich frage Sie, was kann am schlimmsten passieren, wenn Sie diese Frage stellen, wollen Sie mich? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand zu Ihnen sagt, da können wir Ihnen jetzt noch keine Antwort drauf geben. Wir schätzen es, dass Sie uns diese Rückmeldung gegeben haben und wir bitten Sie jetzt noch ein bisschen abzuwarten. Damit haben Sie nichts verloren, damit haben Sie gewonnen, aber Sie haben die Chance, dass tatsächlich die Zusage direkt im Gespräch kommt. Und ich würde mich jetzt freuen, falls Sie das schon mal erlebt haben, dass Sie eine Zusage direkt im Vorstellungsgespräch hatten. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch mal in einen Kommentar reinschreiben. Und nun habe ich noch einen heißen Tipp für Sie, und zwar nutzen Sie mein Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Das sind 3 Kurse in einem großen Paket, die Sie ungeheuer vorwärts bringen. Ganz viele Bewerber, mit denen ich gearbeitet habe, die haben mit diesem Kurs ihre Jobs gefunden, während sie es vorher vergeblich probiert haben. Ich bin so überzeugt von diesem Kurs, dass ich Ihnen eine Erfolgsgarantie gebe. Sie können es 14 Tage unverbindlich testen. Klicken Sie gerne hier, schauen Sie sich diesen Kurs an und dann machen Sie schon im Vorstellungsgespräch Nägel mit Köpfen. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob und abonnieren Sie hier unbedingt mit Glocke. Und ich verlinke Ihnen noch das Video, wie Sie die idealen Fragen am Ende des Vorstellungsgespräches stellen, bevor Sie dann den Sack zumachen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Martin Behrle.